So, willkommen zurück bei Pupsig vor Six Vendetta. Wir stehen hier in diesem, Dings, Verbindungsgang, nenne ich es mal. Und ja, wir hören schon fleißig Militäraktivität. Ja, den werden wir mal gleich erledigen. Kuckuck. Granaten machen wir immer. Ja, ist da unten noch jemand? Ja, I hear something too. Hup. But I can see no one. Ja gut, und wieder safe. Und... ja, Granatwerfer geladen und... nicht von hinten irgendwo. Komme ich denn hier weiter überhaupt? Da müssen wir wahrscheinlich wieder zurückgehen. Speichern wir mal wieder. Üblich. Üblich, Speicher. Ja, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich rein. Ja. Okay, jetzt geben wir erstmal ein bisschen Munition. Das ist voll. 150, nicht mehr. Oh Mann, das ist ja wenig. Gut, schauen wir mal. Mich würde das jetzt echt interessieren. Ja, okay, nee, ist keine Steier, aber... aber so ähnlich schon, also... eindeutig. Man weiß, wovon es inspiriert wurde, sagen wir es mal so. Gut, hier haben wir einen Laptop. Und schauen wir mal, was da steht. Dr. Heinbach, ja. Library Underground Bunker in Nation City, please. Evacuation, ja. Ja, ich vermute mal, wir können uns hier wieder nach Nation City teleportieren. Also, Kawabunga! Wow. Grafikfehler, Grafikfehler! Chapter 2, Nation City, westliche Himmelssphäre. Ja, gut, ja, sind wir wieder zurück in Nation City. Ja, oh, wieder schöne Musik. Oh, wie ich das liebe. Und Skateboard. Ja, ja, ja. Whee, whoop. Und wieder. Whee, whoop. Aha. Ein bisschen Müll. Ein Basketball. Ja, Mausi, bist du auch wieder da? Ja, ja, ich hab dich schon ganz vermisst, Mausi. Ja. Ja. Kakerlaken, können wir. Ja.
man kann immer noch nicht draufsteigen. Aber gut, wen interessiert's? Haben wir eigentlich wieder Mülltonnen zum Kloppen? Ich will wieder jede Mülltonne kloppen, die ich finde. Ah. Ja gut, hier liegen schon die ersten Leichen. Ja, toll. Und ich höre schon jede Menge Alien-Aktivitäten. Ach, mir scheint gerade voll die Sonne auf dem Bildschirm. Furchtbar, furchtbar. Ja, ist ja gerade mal 6.30 Uhr. Ja, Samstagmorgen, 6.30 Uhr. Da spielt man Pog. Hat hier sonst nichts zu tun. Oh. Ruhe. Böses Hund, gibst du Ruhe, gibst du Ruhe. Was werden denn die Nachbarn sagen wieder? Hundi. Noch mehr. Ach, Ruhe. Ja, was steht hier? NCU, Nation City University. Ja. Dann nützt da der Doktortitel auch nicht mehr. Waschmaschine. Waschmaschinen leben länger mit Kalkot. Nö, die gute alte Schrot. Yes. Ja. Den haben wir doch in Pog schon gesehen. Den dicken hier. Ja, Pog meets Starcraft. Ich hoffe, dass wir den nicht noch später begegnen hier. Ah, Billiard. Okay, es ist so verdächtig ruhig. Ich schau hier hinten nochmal. Kann man hier irgendwo rein? Nein. Bin ich versperrt. Das Klo ist immer versperrt. Ich war schon seit zwei Teilen nicht mehr auf dem Klo. Oder seit dem ersten Teil. Kann man hier Klavier spielen? Ja, natürlich. Die Jungs haben an alles gedacht. Die Szene kennt ihr doch. Ja, wieder die alten Zechbrenner. Ja, habt ihr diesmal Geld dabei? Natürlich nicht. Ja, was geht mit dir? Kuckuck. Wow. Böse. Tja. Ah, da hinten geht's noch rein. Hätte ich fast übersehen. Hüp. Ah, was haben wir denn hier alles? Open? Was denn open? Ah, die Tür. Ich glaube, der hat sich selber gesprengt. Und ja, ich glaube, hier hat schon kräftig das Militär aufgeräumt. Ja, dann werden wir mal das Militär aufräumen. Gut, was haben wir denn hier? Nichts. Nichts haben wir hier, nichts haben wir hier. Wir haben einen Rauch. Shotgun Shells. Yes. Oh, ich komm hier. Nein. Ach, verdammt. Jo, Leute, ich steck hier wieder in der Scheiße fest und komm hier nicht mehr weg. Ach, verflucht. Ja, gut, muss ich nochmal auf Autoladen tun und
Ja. Moment. Ich mach das jetzt mal actionreich. Ja, sind wir hier wieder in der Bar. Machen wir es denn mal gleich so. Hopp. Schön. So, hier rein. Oh, noch ein Medikit. Und oben. Ja, da müssen wir halt draußen die Militärs halt nochmal abknallen, aber. So, ich glaube, das war's. Ja, komm, ja. Dieses Spiel und Türen. Dieses Spiel und Türen. Ich sag's euch, Leute. Dieses Spiel und Türen. So, dann haben wir hier oben gleich die erste Dings stehen. Hier, das machen wir jetzt gerade. Ganz simpel, dann ist das Teil auch gleich erledigt. Ja, jetzt helfen wir mal. So, schön gesaved und. Ja, weiter. Diese Dinger hier. Kann man hier eigentlich rein? Das habe ich jetzt eigentlich nicht, aber gut, egal. Wieder so ein dicker Mann. Die gibt's hier wie Sand am Meer. Gut, aber wir sind ja nicht von gestern. Also hier in dem Teil geht es schon wirklich actionreich zur Sache. Also man muss hier immer noch bedenken, das ist ja immer noch Half-Life 1. Also Ruhe hier. Tentakel-Face, du. Ja, wie gesagt, also man muss ja immer noch bedenken, das ist ja immer noch Half-Life 1 und also für das muss ich wirklich sagen, also ja, geil, geil. Ich empfehle es jedem, der Half-Life noch irgendwie zum Laufen bekommt. Ja gut, aber Leute, ihr wisst, wie üblich, Zeit ist fast um und Cut. Bevor wir natürlich zum Militär kommen. Also, bis dann, Leute. Ciao.